Willkommen zurück, treibende Musik bei Stronghold Legends. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen, und wir verteidigen hier unsere Festung, um eine Truppe aufzubauen, um diese... ja... Vormachtstellung hier ein wenig aufzuräumen. Und wir haben hier so viele Bogenschützen und Armbrustschützen, dass so schnell hier keine Probleme entstehen werden. So, dass wir hier hinten... Waffen benötigt, Sire. Bereit, Sire. ...noch ganz kurz welche nach hier oben schicken können. Dann haben wir nämlich hier auch noch... Von denen kriegen wir Brot. Von den Ländereien hier. Vielleicht stelle ich euch mal einfach ein Stück weiter nach vorne. Dann machen sie das nicht immer kaputt. Gebt uns nur ein Ziel. Na, wenn ich die... Könnte ich die nicht hier hochplatzieren? Unsere Bögen sind ungeduldig. Hier die Bogenschützen? Auf die Plätze, Männer! Und die Armbrustschützen? Aufs Schnellste! Sind hier nicht auch noch Armbrustschützen unterwegs? Genau. Die könnte ich doch hier oben hinstellen. Ich kann zwar keine Verteidigungsstrukturen hier drauf bauen. Das können wir nur auf unserer eigenen Länderei bauen. Aber erhöhte Position ist erhöhte Position. Gut. Wie ihr seht, haben wir hier einiges an Bogenschützenproduktion. Wir bauen mal noch eine zweite Statue. Man kann nie genügend Engel haben, die ein bisschen an Amnesia erinnern, finde ich. Und die produzieren halt fleißig Ehre. Und Ehre brauchen wir, um dann irgendwann so viele Truppen zu produzieren, dass wir schon nicht mehr wissen, wohin damit. So, wir bauen jetzt erstmal Brunnen, damit wir nicht mehr wissen, wohin damit. Für den Fall der Fälle. Wie sieht's denn hier aus? Du hast kein... Wie hast du denn... Ja, hallo? Wir werden angegriffen! Ja, dann bring mir doch mal dein... Mordreds Truppen greifen an, Herr. Okay, also das Lager ist voll, es droht aber Gefahr, sie mein Lord. Schicken wir mir nicht. Es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Sie schicken mir nichts. Ist ja blöd. Warte mal, wenn ich jetzt sage, okay, produziert mir mal Brot, wie sieht's dann aus? Und wie sieht's denn bei mir aus? Okay. Deswegen habe ich hier halt auch meine eigene Hopfenproduktion schon angefangen, da ich mir schon gedacht habe, unsere dass das Truppen da alles nicht so gut funktioniert. Was? Schön. Genau so hatte ich mir das gedacht. Genau so. So ähnlich jedenfalls. Wir werden angegriffen! Verkaufen wir noch ein bisschen die Rohstoffe und kaufen noch Holz, da wir ordentliche Holzproduktion eigentlich aufbauen müssten. Finden wir eigentlich gerade ein, können wir machen. Können ja aufhören, weil wir haben jetzt so viele Bogenschützen, Bogenproduzenten und sowas, dass wir hier Rekruten benötigt, Sire. Okay. So. Euer Zeichen, Sire. In Bewegung. Gehen wir mit nach hier. Unser beider Schicksal ist eines. Ihr könnt alles auf dem Weg ignorieren. Das ist alles nicht euer Metier. Und apropos Metier. Damit wir die auch mal wieder benutzen, ne? Gerade aufgestanden, schon wieder vom nächsten Baumstamm überrollt.
Aber die schicken den Hopfen nicht, ne? Seht ihr das? Wenn ich das auf Hopfenproduktion umstelle, dann schicken sie es einmal los. Okay. Und ihr hier oben seid auf Brotproduktion, genau. Ja. Waffen benötigt, Shire. Waffen benötigt, Shire. Bleib doch mal hier hinten. Schnell! Die Verteidigung läuft ja. Unsere Truppen werden angegriffen. Wobei, pass mal auf, hier die. Achtung! Diesen Trupp stelle ich mir noch mit hier hin. Bewegung! Einfach damit die Verteidigung definitiv ist und steht und hält und tralalat. Dann kann uns hier nämlich nichts mehr überraschen. So. Und du hast nicht genügend Kerzen. Das ist natürlich gar kein großes Problem. Bauen wir noch ein paar Kerzen, Produzenten. Ich brauche die Ehre eigentlich auch wieder nicht. Schon 1800 Ehre dafür, dass ich ja auch noch Statuen habe, die die ganze Zeit Ehre produzieren. Und selbst Ritter kosten nicht so viel Ehre. Wir werden angegriffen. Waffen benötigt, Shire. Mein Schwert ist das eure. Mordreds Truppen greifen an, Herr. Waffen benötigt, Shire. Los geht's. So. Da kommen wieder Mordreds Truppen angerannt. Die aber sofort niedergeschossen werden. Und auch hier oben haben wir genug Verteidigung. Unsere Truppen werden angegriffen. Schön, 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 schön. Es droht Gefahr, wir haben zu viele Schwerter. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Ach was, große Armee. Und du tust hier schon die ganze Zeit nichts mehr, ne? Warum auch immer. Pass mal auf. Hallo? Wo ist das? Hier? Da und da. So. Oh, ich nehme mal. Weiß ich schon nicht mehr wohl mit dem Stein. Jetzt kommt wieder so eine große Streitmacht. Mordreds Männer rücken wieder an, Shire. Ich folge eurem Banner. Wir können ja gleich mal unsere Truppen schon mal hier hinschicken. Reitet los! Weg! Und damit ist auch diese Gefahr wieder abgewandt. Unsere Truppen werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wie sieht ihr aus? Es sind immer noch 5. Schön, schön, schön. Ach, ist das schön. Es läuft doch, es läuft doch. So. Das Vorratslager ist voll, my lord. What? Das ist nicht gut. Wir haben auch viel zu viel Eisen. So, guck mal, dann kaufen wir einfach mal. So, wir haben auch mehr als genug Geld. Wir können noch anfangen, Waffen zu kaufen eigentlich, ne? Waffen benötigt, Shire. Treib die, das mache ich auch mal. Hier, warte, Rüstungen. Schwerter. Unsere Wirtschaft läuft so unendlich gut.
dass ich mir da echt keine großen Probleme machen muss. Es droht Gefahr, my Lord. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Also Mordred würde es gleich mit einer großen Armee zu tun bekommen. Und das kann ich ja jederzeit wieder bauen, also. Rekruten benötigt, Sire. Wir werden angegriffen! Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal gleich unsere ganzen Truppen und schicken die mal los. Nur die Bogenschützen und die Ritter, das dürfte reichen. Mordreds Männer rücken wieder an, Sire. Oder? Ach komm, wir nehmen alles. Wir werden angegriffen. Eins und Mordreds Truppen greifen ihr seid die zwei. So, passt auf. Reitet geschwind nach dort und ihr geht nach dort. So. Oh, 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 da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich nicht aufgepasst. Sagt nur, was ich tun soll. Tut den Verrätern! Reitet los! Treibt die Pferde an! Laufen, laufen! Lasst Gerechtigkeit walten! Werdet sie los! Zu Ehren des Herrn! Angriff! Okay, galoppiert! Reiten wir! Reitet los! Okay, zum Glück, dann könnt ihr wieder zurücklaufen. Was haben sie denn kaputt gemacht? Was wird irgendwas beschädigt? Nicht wirklich. Reitet los! Ach, wobei, wartet mal, geht ihr mal ganz kurz nach dort und ihr reitet mal trotzdem nach hier unten und macht nur das kurz kaputt, weil da kommt ein Ramburg und das muss alles nicht sein. Reitet los! Treibt die Pferde an! Schlagt alle nieder! Keine Gefangenen! Galoppiert! So. Reiten wir! Reitet los! So! Und jetzt würde ich sagen, geht's los. Unsere Truppen werden angegriffen. Marsch! Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Vorwärts! Das Vorratslager ist voll, das ist aber nicht gut. Klaut euch Pferde und treibt die Pferde an. Kurz den angreifen. Für die Krone! Reiten wir! Reitet los! Der Sieg ist nur um Haaresbreite entfernt, Sire. Tötet Mordred und das Land gehört wieder euch. Wir werden angegriffen! Ich meine, ja, wir kriegen jetzt richtig Damage, beziehungsweise die Truppen werden richtig schön aufgerieben, aber das stört so absolut gar nicht. Vorwärts! Weil wir die jederzeit ja wieder aufbauen können. Hier lang! Mordreds Truppen greifen an, Herr. Es droht Gefahr, mein Lord. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Wir werden angegriffen. Mordreds Männer rücken wieder an. Nein, tun sie nicht! Los! So, wir ziehen mal unsere Truppen ein bisschen
an andere Positionen, damit hier ein bisschen mehr geschossen werden kann. Wenn nämlich die Bogenschützen dort oben auch ein bisschen wegfischt. Und da ist Mordred. Der... Oh. Aber jetzt ist Mordred auch gleich tot. Bogenschützen haben es gerissen und die Ritter. Jetzt am Ende. Ah, da war ich noch gar keine Chance gegen. Hatte der ja. Die sind ja einfach rübergerannt. Hurra. Hurra. Gut, er hat ja auch kaum wirklich Armbrustschützen oder dergleichen gehabt. Herr. Nehmt Excalibur. Wo ich hingehe, ist es nutzlos. Gebt es der Herrin vom See zurück. Sie wird es verwahren, bis es wieder gebraucht wird. Und so endet die Sage von König Arthos, dem Jungen, der König wurde, und dem König, der zur Legende wurde. Wir haben es geschafft, wir haben die erste Kampagne abgeschlossen. Wir haben eine Auszeichnung, König von Camelot, Auszeichnung für den Abschluss der Arthos-Kampagne. Schöne Auszeichnung, die ist hübsch. Mit dem Schild, Excalibur dahinter. Und noch eine. Auszeichnung für das Sammeln von 15.000 Gold durch Steuern in einem Spiel. Na, das war bestimmt im letzten. Interessant, sie haben also Trophäen und Achievements. Das erinnere ich mich, dass... Also ich erinnere mich nicht, dass das auch in den vorherigen Teilen so war. Und Achievements... Da wisst, habt ihr sicherlich schon mitbekommen, ist etwas, womit man mich locken kann mit Achievements, mit mehr oder minder sinnvollen Achievements. Also nicht töte, schaffe zum Beispiel Achievement, schaffe 50 Mal die Arthos-Kampagne von vorne, würde ich nicht machen. Aber sowas wie mit 15.000 Gold in einer Mission, das ist schon ganz lustig. Das finde ich ganz schön. So, wir haben die König Arthus-Kampagne komplett durchgespielt. Ankunft der Sachsen, Arthus, Lancelot, Werdegang von Sir Geralt, Morgan le Fay, Sieg der Gral, Fall der Tafelrunde und Mordred. Haben wir alles überstanden? Also ich möchte mal ganz kurz gucken. Wo sehe ich denn... Wo kann ich denn meine Achievements, die Sachen hier so sehen, so? Statistik? Profile? Nee, aber... Ich sehe, krieg hier, wenn ich hier jetzt, also muss ich ja mal sagen, hier, wenn ich solche Achievements sehe, möchte ich die, oder bekomme ich die auch nochmal sehen. Muss ich mal noch gucken, wo die genau sind, das werde ich mir nochmal anschauen. Die König Arthus Kampagne, also sie wurde angesagt als leicht. Ich persönlich finde, und das wurde auch, also da wurde ich auch bestätigt schon, in den Kommentaren habe ich gesehen, es ist, also der Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall nicht linear ansteigend, sondern macht echt krasse Sprünge. Also zum Beispiel fand ich diese Mission jetzt am Ende also ziemlich einfach. Ich habe ja eigentlich gar keine großen Probleme gehabt. Dafür waren aber andere Missionen, wie zum Beispiel die zweite in Camelot. Ich glaube, das war Sieg oder Morgan le Fay, das weiß ich nicht mehr genau. Einer von den beiden. Fand ich super schwer. Super anstrengend. Oder auch diese Mission, wo ich nur eine gewisse Anzahl an Truppen habe, finde ich auch super anstrengend, finde ich persönlich. Und leicht, wenn das leicht war, möchte ich nicht wissen, wie die schweren Teile der schweren Kampagne werden. Ne? Muss man mal so sehen. Als nächstes gucken wir uns die Eiskampagne an. Aber das werde ich erst in der nächsten Folge tun. Diese Folge ist zwar heute jetzt etwas kürzer, aber ich finde, nach dem Abschluss der König Arthus Kampagne kann man auch oder sollte man auch die Folge beenden, dass das halt alles in einer Folge ist und die nächste Folge dann auch direkt mit der Eiskampagne beginnt. Ihr wisst, was ich meine. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir nochmal, wie ihr die König Arthus Kampagne fandet. Ich persönlich, kann ich ja auch nochmal sagen, finde, dass wenn sie die Arthus Saga nacherzählen, an einigen Stellen arg gesprungen sind. Zum Beispiel der Sprung von Mordred, vom Ende von der Mordred-Mission zu Arthus ist tot, war etwas
schwer zu verstehen, finde ich. Also da fehlte ja irgendwo was. Warum ist er gestorben? Aber nun ja, das ist natürlich auch meine Frage, inwieweit man das da auch wirklich reinbekommt. Bla 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 bla. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.